Hallo liebe Hausbauhelden, heute mache ich mal wieder ein Musterhauspark-Update für euch. Und zwar sind wir in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Fellbach bei Stuttgart, in der etwa 54 voll eingerichtete Fertighäuser und Massivhäuser stehen. Und in der wir vor 3 Jahren unseren allerersten Musterhausrundgang für euch gedreht haben. Hier sind seitdem schon wieder über 10 neue Musterhäuser dazugekommen und 5 interessante Projekte stelle ich euch heute vor. Außerdem zeige ich euch im Vorbeigehen das ein oder andere Wissenswerte und Interessante, aber jetzt gehen wir erstmal los. Kommt mit! Wir sind hier in der ersten Ausstellung dieser Art in Deutschland, also auch die älteste. Hier stehen über 50 Holzfertighäuser, Massivhäuser, Modulhäuser und Tiny Houses. Es gibt hier auch Häuser von Anbietern, die nur Ausbauhäuser machen, die also spezialisiert sind auf die Haushülle, die ihr selbst ausbauen könnt. Und auch davon gibt es 2 neue Musterhäuser hier. Die werde ich euch gleich im Vorbeigehen zeigen. Eins steht nämlich hier direkt im Eingangsbereich in 2. Reihe da hinten auf Platz 60. Das muss man wissen, weil sonst läuft man da vielleicht vorbei. Und hier im Eingangsbereich hat sich nämlich auch einiges getan. Die Nummerierung von den Plätzen hier ist nicht ganz logisch, weil die Ausstellung im Laufe der Jahre immer erweitert wurde. Und das nächste Haus, das wir uns anschauen, steht hier vorne auf Platz 19. Hier vor dem Eingangsbereich hat sich tatsächlich einiges getan, seit wir das letzte Mal hier waren. Unter anderem steht hier dieses neue Musterhaus, bei dem ein Daylight Score, ein Tageslichtkonzept erstellt worden ist. Und da kann man sich mal ganz gut angucken, wie Dachflächenfenster Räume im Obergeschoss aufwerten können. Das Haus mit 25 Grad geneigtem Satteldach bietet rund 190 Quadratmeter Wohnfläche. Das liegt unter anderem am hohen Kniestock im Obergeschoss von 180 cm und den vielen Anbauelementen. Der Hauptbaukörper ist mit rund 10 x 10 m quadratisch angelegt. Dieser wird erweitert durch einen Anbau im Eingangsbereich, der ein vom Wohngeschehen separiertes Büro enthält, einen Erker, der den Wohnbereich vergrößert und einen Zwerchgiebel mit Flachdach im Obergeschoss. Im Obergeschoss gibt es hier verschiedene Arten von Dachflächenfenstern und Tageslichtspots und besonders der Flur und die Badezimmer profitieren da sehr von. Vor allem das kleine Kinderbad mit Dachfenster über dem Waschtisch finde ich sehr interessant und sehenswert. Wir haben hier in der Ausstellung übrigens schon 9 Haustouren für euch gedreht, die ich euch natürlich auch noch mal verlinke, unter anderem von dem und auch dem Haus, die man jetzt hier gerade im Hintergrund sieht. Wir haben jetzt ein kleines Stück zu laufen und ich wollte euch noch mal kurz sagen, das nächste Haus, das wir uns angucken, steht auf Platz 1. Ihr müsst aber keine Angst haben, dass ihr euch hier nicht zurechtfindet. Ihr bekommt nämlich am Eingang so einen Plan, wo dann also auch ganz genau draufsteht, welches Haus wo zu finden ist. Ebenfalls zu den Neuzugängen hier gehört dieses Musterhaus, bei dem vor allen Dingen der große Flachdachanbau mit Dachterrasse ins Auge fällt, die dem Elternschlafzimmer im Obergeschoss zugeordnet ist. Das Haupthaus mit Satteldach bietet rund 175 Quadratmeter Wohnfläche mit klassischer Aufteilung für eine 4-köpfige Familie. Der Anbau mit raumsparenden Panorama-Hebeschiebetüren und Flachdach zusätzlich 45 Quadratmeter, sodass insgesamt 220 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Durch einen erhöhten Kniestock, der mit 203 cm ausgeführt ist, bietet das Obergeschoss ebenfalls großzügige Räume mit viel Stellfläche. Das Haus ist mit Photovoltaik und Smart Home Technik ausgestattet, die man sich hier ebenfalls gut erklären lassen kann. Die Büros in dem Flachdachanbau sind in diesem Fall ans Wohnzimmer angeschlossen. Bei einer gewünschten separaten Nutzung wäre hier bestimmt auch eine andere Grundrisslösung möglich. Außerdem kann man sich hier ganz gut anschauen, was so ein wirklich hoher Kniestock von über 2 Metern im Obergeschoss für Raumproportionen bringt.
Wir kommen mal jetzt gerade an einem wohngesunden, barrierearm geplanten Bungalow vorbei, von dem wir auch schon eine ausführliche Haustour gedreht haben, wo ihr den Link auch unten in der Videobeschreibung findet. Hier kommen wir jetzt zu einem regelrechten Neuigkeiten-Hotspot. Hier stehen 4 neue Musterhäuser auf einem Fleck. Und als erstes schauen wir uns jetzt dieses Einfamilienhaus an mit auffälligem verglastem Giebel, über das wir übrigens auf unserem Instagram-Kanal Hausbauhelden auch schon mal einen Hauscheck gemacht haben. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Das Effizienzhaus 40 Plus zeigt sich in puristischem Architekturstil mit großzügig verglastem Südgiebel. Die eingerückte Giebelwand ist ein markantes Gestaltungselement. Gleichzeitig wird die Glasfassade bei hochstehender Sommersonne verschattet und es entstehen 2 große geschützte Freiflächen. Die Fassade aus Lärchenholz schafft eine warme, natürliche Atmosphäre. Dahinter liegt eine Massivholzriegelkonstruktion mit diffusionsoffener Holzfaserdämmung. Mit Abmessungen von 15,84 m x 9,50 m bietet das Haus mit 38 Grad Satteldach und 150 cm Kniestock rund 170 Quadratmeter Wohnfläche für eine 4-köpfige Familie plus Arbeits- und Gästezimmer im Erdgeschoss. Außerdem gibt es viele schöne Ausstattungsdetails zu sehen. Dieses Haus steht übrigens auch auf der Shortlist des Großen Deutschen Fertighauspreises 2023 in der Kategorie Einfamilienhäuser, wo ihr abstimmen könnt, welches als bestes Projekt den Golden Cube mit nach Hause nehmen darf. Bis zum 24. April läuft die Abstimmung und den Link habe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Direkt gegenüber, also jetzt hinter mir, steht ein ganz neues Musterhaus, das auch von der Bauweise ganz spannend ist. Es ist nämlich aus stahlverstärkten Modulen erstellt, die komplett ausgestattet auf die Baustelle kommen, was eine sehr, sehr kurze Bauzeit vor Ort ermöglicht. Durch die Modulbauweise mit 180 mm starken Stahlrahmen, die mit einer Holzständerkonstruktion ausgefacht sind, können auch raumhohe, große Glasflächen in die Architektur integriert werden. Aus 8 Modulen, verteilt auf 2 Ebenen, besteht diese Stadtvilla mit rund 145 Quadratmetern Wohnfläche. Im Eingangsgeschoss gehen die Wohnbereiche offen ineinander über, was die rund 80 Quadratmeter wesentlich großzügiger erscheinen lässt. Dazu tragen auch die vielen raumhohen und sturzfreien Fensterelemente in der Fassade bei. Sie erweitern den Wohnraum optisch bis in den Garten. Innen setzt Holz einen natürlichen Akzent in dem ansonsten in Schwarz, Weiß und Grau sehr modern gestalteten Interieur. Ein Bungalow in gleicher Bauweise vom gleichen Hersteller steht übrigens im Bauzentrum Poing in München. Da haben wir auch schon mal eine Haustour gedreht. Da könnt ihr euch diese Raumwirkung von diesen wirklich raumhohen Glasscheiben auch noch mal ganz gut anschauen. Und ganz interessant, direkt hier daneben steht ein kleiner Bungalow, der auch in Modulbauweise erstellt ist und relativ kompakt gehalten ist. Denn dem Trendthema Tiny House wenden sich auch immer mehr Haushersteller zu. 2 weitere sind in der Ausstellung noch geplant, aber jetzt schauen wir uns erstmal den an. Mit rund 80 Quadratmetern Wohnfläche ist dieser Bungalow schon etwas größer als ein klassisches Tiny House. Auch hier handelt es sich um eine Modulbauweise, die zu 100% im Werk vorgefertigt wird und es gibt es in unterschiedlichen Größen und mit unterschiedlichen Grundrissvarianten. Küche, das Bad mit Wasserhähnen, gläserner Duschwand und Fliesen, sämtliche Bodenbeläge, Elektrik, Malerarbeiten und die Terrasse mit Belag kommen schon fix und fertig auf die Baustelle. Die Module sind mit einem Deckenheiz- und Kühlsystem ausgestattet. Das Modul in Fellbach ist auf die Bedürfnisse eines Paares oder einer 3-köpfigen Familie ausgerichtet. Sichtbare Holzelemente im Eingangs- und Terrassenbereich in Kombination mit Weiß und einem Flachdach verleihen dem Bungalow moderne Gemütlichkeit. Der Hersteller verspricht hier eine Bauzeit von nur wenigen Tagen vor Ort bei diesen Modulen. Die stehen übrigens auf Schraubfundamenten und können damit auch jederzeit rückgebaut werden. Wir sind jetzt hier ganz am hinteren Ende der Ausstellung angekommen. Hier steht übrigens gerade das 2. neue Musterhaus, das von einem reinen Ausbauhaushersteller erstellt worden ist. Und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, euch die ganze Ausstellung mal selber anzuschauen. Sie ist in der Regel geöffnet, mittwochs bis sonntags von 11 bis
18 Uhr. Und in der Videobeschreibung findet ihr wie immer alle relevanten Links zu den vorgestellten Häusern in unserer Hausdatenbank, zu den Haustouren, die wir ja schon gedreht haben und bis 24. April auch zur Abstimmung für den großen deutschen Fertighauspreis. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.